Guten Morgen. Im letzten Block der OpenStreetMap Community hier in diesem Saal. In der Community haben wir Projekte vor Ort, Stammtische, und das wird jetzt der Schwerpunkt in diesem Block sein. Und zunächst wird mal darüber berichtet von Robert Danzinger, wie man Migranten einbinden kann, integrieren kann durch Mappen. Ich wünsche viel Spaß bei dem Vortrag. Ja, guten Tag. Nur ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Robert und ich bin amerikanischer Staatsbürger. Kam ich 1976 zum ersten Mal nach Deutschland und wohnte dann, arbeitete in der Uni und arbeitete ich 30 Jahre in Italien. Ich bin schon länger weg, kein Problem. Lebte schon 30 Jahre in Italien, arbeitet bei der EU, im EU-Institut in Florenz, Universität. Gut, und kam ich zurück nach Deutschland, ich arbeite in IT, und kam ich zurück nach Deutschland und habe ich ein Rentnerstudium gemacht, sozusagen an der Universität Heidelberg in Geografie, Kartografie, Geoinformatik. Und irgendwann mal kam ich an der humanitäre Kartografie und habe ich dieses Projekt in Mannheim gestartet. Gut, es gibt, wer interessiert ist, es gibt auch ein paar Blätter dort nachher. Sie können was nehmen, mitnehmen, es sind nicht so viel, vielleicht 15 oder 20 Stück da. Erstmal das Projekt, wie man sieht, Integration fördern und humanitäre Hilfe leisten. Das heißt, das Projekt hat zwei Ziele im Endeffekt. Und wir binden neue Zugewanderte. Einige sind Migranten, einige sind einfach neu zugewandert. Das ist eine große Polemik, um wie man das nennt. Ich will das hier jetzt vermeiden. Auf jeden Fall neu Zugewanderte. Wir benutzen die Mappathons, um dieses zu tun. Bei einem Mappathon kartografieren im Tandem an jeder PC-Arbeitsplatz oder nebenstehende Arbeitsplätze ein Einheimischer, nicht unbedingt Deutscher, aber einfach die hier schon lebt, und neu Zugewanderte arbeiten eigentlich zusammen. Da findet ein Austausch statt. Hier haben Sie ein paar Bilder aus unserem Mappathon. Sie bekommen eine Idee, wie es dann tatsächlich aussieht. Ich habe Videos, aber das lassen wir hier für jetzt. Die kann man dann immer auf dem Website sehen. So sieht es aus. Ganz bunt, ganz schön durchgemischt. Das sind ganz schöne Veranstaltungen. Ich arbeite auch mit KatONG. Ich bin im Direktorium für KatONG. Und sie haben dieses Projekt vom Anfang an unterstützt. Sie können hier mal sehen, wo wir unser Geld bekommen haben. Es ist nicht sehr kostenspielig. Die Idee ist eigentlich, ist in gewissem Sinn, manchmal scheint es mir Idioten einfach. Man macht Mappathons und rekrutiert Einheimische und bringt die zusammen und man arbeitet zusammen. Das ist sehr einfach, aber das hat eine große Resonanz gefunden in Mannheim bei den Integrationsträgern. Ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, vor den Integrationsträgern, das heißt bei Goethe-Institut, bei Internationalen Bund und der Volkshochschule. Und jetzt haben wir seit dem Anfang im Januar 2018 haben wir 22 Mappathons veranstaltet in vier verschiedene PC-Räume in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Und Sie können hier die Teilnahmen, 550, 162 verschiedene Personen. Im Schnitt kommt jeder neu Zugewanderte viermal.
Das heißt, so vier verschiedene Mappatons und den Tandempartner kommen dreimal im Schnitt. Aber wir haben eine große Variation. Und die sind Neuzuwanderer, die kommen aus 23 Ländern. Diese Angabe müssen Sie mir nicht geben. Es kann sein, dass es ein paar mehr ist. Aber hauptsächlich würde ich sagen, über 50%, weit über 50% sind Syrer. Ja? Und die sind hochgebildete Menschen zum großen Teil. Sehr hoch, Ingenieure, Rechtsanwälte machen ihr Leben neu hier. Viele wollen an der Universität, die Jungen wollen an der Universität studieren. So ist es. Ja, was ich rede über überhaupt keine Technologie, weil es gibt keine Hochtechnologie in dem Sinn hier zu diskutieren. Ich wollte über die Organisation, wie das Projekt organisiert ist. Und wenn ich nicht dazu komme, weil ich kann, wenn ich anfange zu reden, kann ich bis ewig darüber sprechen. Was ich gerne hätte, was ich gerne sehen würde, ist, dass jemand hier interessiert wäre, in ihr, wo sie wohnen, so ein Projekt aufzuziehen. Ja? Das, und ich bin bereit, mehr als bereit zu helfen. Unser Verein hat keine imperialistischen Träume, sonst was. Wir bleiben lokal, aber wir werden euch gerne helfen, wenn ihr sowas aufziehen wollt. Wir haben ziemlich viel Erfahrung und das ist der letzte Slide, aber ich wollte das sagen, bevor ich meine Zeit weg ist. Ja, wie die Organisation des Mappatons, das ist wirklich, es klingt banal, aber das ist nicht sehr banal. Es sind sehr viele Kontakte, Kontakts ist notwendig und das nimmt den großen Teil der Zeit, die Kontakt mit den Menschen. Ja, eins ist, Informationen vorzubereiten, Notizen zu schicken, auf jeder E-Mail antworten. Ich komme vielleicht später dazu. Der Kontakt ist fast so gut wie ausschließlich E-Mail. Ich kündige den nächsten Termin. Es ist ein Termin, wie gesagt, jede 4 bis 6 Wochen. Ich kündige normalerweise 10 bis 12 Tage im Voraus per E-Mail bei den Neuzugewanderten. Wenn Doodle-Umfragen benutze ich auch. Und es geht so, dass bei den Neuzugewanderten, sie müssen antworten und sagen, dass sie kommen. Ich kündige das an und ich habe nur begrenzte Plätze. Das heißt, ich habe maximal 20 PCs in den Räumen, maximal. Die PC-Räume geben sie mir gratis zur Verfügung, Volkshochschule und andere Instituten, Hochschule, Volkshochschule und Stadtbibliothek in Ludwigshafen. Ich kündige das an und first come, first serve. Ja, die Neuzugewanderten sagen, ja, ich möchte kommen, ich halte einen Platz frei. Und da schicke ich dann vielleicht ein bisschen Informationen, wenn sie kein OSM-Konto haben. Das Schwierigste, wo ich manchmal ein bisschen Schlaf verliere, ist kurz vor, so ein paar Tage vorher, es lebt davon, dass die Leute arbeiten zusammen. Also ich muss versuchen, fast genaue Anzahl von Einheimischen und Neuzugewanderten zu mobilisieren. Ja? Und das ist wirklich nicht sehr einfach. Das ist ein bisschen nachhaken aus Erfahrung, aber das ist nicht so einfach. Ein Mappathon läuft wie in vielen Mappathons ab. Was ich hier betonen will, das ist in Schrägschrift, ist, dass wir machen eine Pause bei jedem Mappathon gemeinsam. Alle gehen runter zur Cafeteria oder wo wir eben Snacks und so weiter haben, kann man nicht im Zimmer essen, das sind nicht unsere PCs oder den Laptops von den Personen. Und alle gehen zusammen und dort geht weiter diese Interaktion. Unser Staff, meine Frau, sorgt dafür, dass alle kommen zu einem großen gemeinsamen Tisch, dass nicht jeder sitzt in jeder Ecke und redet mit den Freunden. Die Projektauswahl sind immer Hot-Projekten. Ich versuche, es ist nicht unbedingt nötig, aber ich versuche, eine Problematik, Flucht- und Vertreibungsproblematik sozusagen in Gegenden, wo diese Problematik ist, zu kartografieren. Aber das ist nicht unbedingt nötig. Man sollte dieses nicht denken, dass sie nur das tun wollen. Ich gebe auch in Hintergrundinformationen, so gut wie ich kann, in 5 Minuten Hintergrundinformationen zu den Projekten. Und da gibt es Alternativprojekte für Leute, die wirklich gerade anfangen. Rekrutierung.
Wo bekommt man, das war am Anfang das große Problem, wo bekommt man, wo findet man Leute, die teilnehmen würden, Neuzugewanderte, ja? Ich gehe jede 3-4 Monate beim Kurswechsel, weil die Integrationsträger, Kursgeber, Goethe-Institut, wie gesagt, Internationaler Bund, jede 3-4 Monate haben sie neue Gruppen, die Leute haben immer, mindestens sind im B2-Kurse, weil sonst verstehen sie gar nicht, was wir denen erklären, B2, C1 öfters, meistens. Ich gehe dreimal im Jahr und mache eine Präsentation von 30, 40 Minuten, was das Projekt ist, und versuche den Kursteilnehmern zu überzeugen. Und wie gesagt, ich suche keine große Anzahl. Ich will nicht Tausende von Leuten haben, das interessiert mich nicht. Ja? Und wenn ich hingehe, es sind 30 Leute im Zimmer, und ich 5, 6, 7 Leute sich einschreiben dafür, ja, dann kommen in meine Verteilerliste. Das ist wirklich Erfolg. In Zwischenzeit, ich habe Umfragen, ich muss sehen, aber das gibt nicht nur, dass ich rekrutiere, aber auch, dass Freunde bringen Freunde. Das heißt, Word of Mouth ist ein. Bei Tandempartner habe ich angefangen mit meinen Freunden im Bekanntenkreis. Und langsam ist das gewachsen. Ich habe jetzt eine Übereinstimmung mit der Hochschule, Fakultät des Sozialwesens in der Hochschule Mannheim. Und einige Studenten im Sozialwesen machen das, kenne ich die ganze Einzahl, aber sie machen das zu ihrem Jahresprojekt. Das heißt, sie begleiten, sie kommen als Tandempartner, Studentinnen, die sind ein bisschen mehr Power als die Studenten dort in diesen Fakultät scheinbar. Und sie kommen und in der Rolle des Tandempartner, so etwa 8 oder 10 jedes Mal. Und dann mache ich andere Sachen, um andere Vorstellungen, um das Projekt sozusagen bekannter zu machen. Gut, wichtig hier ist, wichtig, essentiell ist die Kommunikation über die Zeit. Das können Sie vorstellen, ich habe ein lokales Netzwerk, Informationsnetzwerk aufgebaut, einige von den Integrationsträgern, lokal- und Regionalbehörden, das ist sehr wichtig, mindestens in Mannheim, die sind sehr offen. Das alles läuft sehr gut. Über den Integrationsbeauftragten in Mannheim und in Ludwigshafen vor allem. Bildungsinstitutionen, wie ich gerade gesagt habe, Hochschule. Es gibt Schlüsselpersonen. Es gibt immer, muss man die Augen aufhalten, es gibt immer Schlüsselpersonen. Und wenn du erkennst, eine von diesen Personen, die spielen eine ganz wichtige Rolle sozusagen, dass das Projekt weiterlebt und immer neue Leute dazukommen. Spreche ein bisschen mit Migrantenorganisationen, das ist ein bisschen problematischer, aus Gründen, die ich nicht hier erläutern, aber es ist ein bisschen problematischer dort, aber es gibt auch was. Und da gibt es interkulturelle Zentren, Kommunikation, wie gesagt, ein großer Zeitaufwand, sehr, sehr großer Zeitaufwand geht in die Kommunikation. Und wichtig ist, ich fand es wichtig, ich meine, das ist meine Meinung, jede Kommunikation, jede E-Mail, manchmal sprechen Sie mit mir, schreiben Sie auf WhatsApp. Jede Interaktion mit den, insbesondere in den Kreisen Neuzugewanderten, jeder wird individuell geantwortet. Ja? Diese individuelle Aufmerksamkeit scheint sehr große Rolle zu spielen. Ich habe das gemerkt im Laufe der Zeit. Also ein großer Zeitaufwand. Und ich versuche alles über E-Mail, weil wenn WhatsApp und dann kommt Twitter und da kann ich nichts mehr machen. Ja? Das heißt, ich versuche alles über E-Mail zu kanalisieren, mache ich wirklich große Anstrengungen. Ab und zu mal über WhatsApp läuft das auch, aber so ist es. Ja, wir machen Umfragen nach jeder oder 16 von den ersten 20 Umfragen, 20 Mappeton-Veranstaltungen in 2018, 2019. Wie bin ich mit der Zeit hier? 5 Minuten noch. Okay, gut. Wir haben 192 Fragebogen sind zurückgegeben worden. Jetzt mache ich die Sachen online. Vorher war das auf Papier. Aber von den ersten 2018, 2019
Man kann ein paar Ergebnisse sehen, dass angeworben, diese Umfragen in den ersten 2 Jahren waren fast ausschließlich bei den Neuzugewanderten. In jüngsten Zeit habe ich angefangen, auch die Tandempartner über gewisse Sachen zu fragen, aber diese Ergebnisse präsentiere ich noch nicht, die sind sehr wenig. Wir haben den Leuten, 2/3 sind angeworben durch diese Präsentation, die ich mache bei den Integrationsträgern, aber 1/3 sind Freunde von Freunden, das heißt diese Word of Mouth. Die Leute kommen, die bringen Freunde, die schreiben mir, kann ich kommen, ich möchte kommen an dem Tag und kann ich einen Freund bringen, und wenn ich einen freien Platz habe, ja, kein Problem. Schwierigkeiten, ja, sehen das. Relativ wenig Schwierigkeiten, einige Sprachschwierigkeiten oder ein bisschen Schwierigkeiten mit der Softwareanwendung. Wir benutzen ID und JOSM und ich push immer für JOSM, dass sie das lernen, weil das ist auch ein IT-Kenntnisgewinn. Ja. Und seit ich wirklich angefangen habe, Ende 2019, 28% sagen, sie benutzen während der Mapathon JOSM. Zufriedenheit, sind die alle scheinbar zufrieden, die sind alle sehr hoffentlich, ich hoffe, dass sie wirklich zufrieden sind. Ja, was gefällt denen? Das ist eine interessante Frage. 85 von, das sind Mehrfachnennungen natürlich möglich. 85, Sie sehen, haben sagen Sie Sprachpraxis. Ich kann lang darüber reden. Diese Neuzugewanderten, die in Sprachschule, die haben sehr wenig Gelegenheit außerhalb der Sprachschule mit Einheimischen in Kontakt zu kommen, ihre Deutsch zu benutzen. Sehr wenig Gelegenheit. Gibt es Gründe, aber wie gesagt, es geht darüber hinaus. Neue Menschen kennenlernen, das gehört ein bisschen mit der Sprachpraxis, so ein bisschen konzeptuell. Dass sie wirklich neue Erkenntnisse über Geografie, IT, das ist auch sehr wichtig für viele, wie man sieht, 110. Und was mich immer wirklich sehr begeistert, weil ich höre das immer wieder, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Sie sehen, dass viele sehen das sehr wichtig, dass Sie eine Gelegenheit haben, anderen Menschen zu helfen. Ja, sie erkennen, dass sie viele bekommen haben hier in Deutschland nach ihrer Flucht, viele, die Syrer vor allem, und dass sie, ich interpretiere das als eine Art Empowerment, ja, dass sie zeigen können, dass sie andere Leute helfen können und konkret helfen können. Hier sind die Ursprungsländer, das sind die ISO-Codes, Syrien von den Umfragenantworten sind so gut wie die Hälfte, Syrien, Nigeria, okay, Bulgarien und so weiter. Okay, und jetzt, ich bin bei der letzten Slide auch. Wie geht es weiter? Ich würde sehr gerne Mapathons organisieren in Firmensitzen. Mit Firmen, dass sie ihre Mitarbeiter geben. Wir haben es einmal gemacht bei der der Volkshochschule in Mannheim, haben wir einen Mapathon gehabt, wo die Tandempartner waren, Lehrer und so weiter aus der Lehre und andere Staff aus der Volkshochschule in Mannheim. Aber ich würde das gern weitermachen. Ich muss bald neue oder weitere Rekrutierungsquellen erschließen für Tandempartner und für Neuzugewanderte. Die Mapathons, mindestens bei uns, bleiben mit einer kleineren Teilnehmerzahl. Das ist eine gewisse Intimität, kann man nur sagen, die entsteht in diesem Raum. Aha, man kennt die Leute mit Namen, jeder hat ein Namensschild und ich will kein Mega-Mapathon gestalten. Und wie gesagt, wir bleiben lokal. Das heißt, ich helfe gerne, wenn jemand das tun will, sollen mich nur kontaktieren. Und Sie können auch nach Mannheim kommen und mitmachen. Ja? Einmal sehen, wie es geht. Ja? Muss man nur über die Website mich kontaktieren und würde ich mich freuen, wenn jemand das tun will. Gut, das wär's. Ich habe noch was. Nee, das wär's. Danke. Fragen? Ja, natürlich. Ja, vielen Dank, Robert.
Und jetzt ist das Auditorium wieder gefragt. Gibt es Anmerkungen da oben bitte? Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen und die erste ist, wie stark ist die Mannheimer OSM-Community damit eingebunden? Die Mannheimer? OSM-Community. Heidelberger OSM. Okay. Heidelberg ist eingebunden. In Mannheim, ich habe natürlich alle Mappers in nearby kontaktiert. Zwei oder drei haben Nebenteil, sind eingeschrieben als Tandempartner. Aber grundsätzlich ist Heidelberg, wo ich da studiert habe, gibt es diese Projekte HiGIT in Heidelberg, ich weiß nicht, ob ihr kennt, und die sind Kollegen sozusagen. Als ich mein Rentenstudium gemacht habe, habe ich die Leute kennengelernt und sie machen auch mit. Ah, okay, okay, vielen Dank. Und die zweite Frage ist, es würde sich ja eigentlich auch dann Folgetreffen anschließen können. Das heißt, die haben das einmal gemacht und dass man sagt, das war jetzt so ein gutes Treffen, wir machen das regelmäßig oder regelmäßiger, dass es halt zwei oder drei Treffen gibt. Nee, wenn ich richtig verstanden habe, ich habe manchmal, ein Ohr funktioniert nicht so gut, aber jede 4 bis 6 Wochen machen wir eine Sitzung. Und immer dann wieder in denselben Gruppen? Das heißt, ich habe eine Verteilerliste, ja, von x-hundert Leute, ein paar hundert Leute, 300 Leute, und jedes Mal schicke ich das raus. Ja? Und wenn neue Leute kommen in meiner Liste, dann bekommen sie. Aber jedes Mal, dass ich einen Termin festlege, dann kriegt jeder in diese Verteilungsliste, Tandempartner und Neuzugewanderte, kriegen eine Notiz, der nächste ist in 10 Tagen dort und dort, schreiben sie sich ein. Und ich habe eine, der ist 12-mal gekommen aus. Ja? Aber im Schnitt kommen sie, die neu zugewandt, wie gesagt, 4-mal. Das heißt, jeder kommt 4-mal im Schnitt natürlich. Und Tandempartner 3-mal. Also ist ein bisschen Wiederholung. Frage geantwortet? Danke. Okay. Er macht's. Ja, vielen Dank auch von mir. Sehr gute Idee, finde ich. Wird auch vor Ort kartiert mit GPS-Geräten, also im Gelände jetzt in Mannheim zum Beispiel? Oder eher am Computerarbeitsplatz mit Satellitenbildern für HOT? Das wird nur im Computerraum gearbeitet. Genau, es wird jetzt nicht, dass man sagt, man wandert oder man geht in die Stadt und man kartiert dort und dann überträgt man es am Computer. Nee, später. Ich bin nicht ausgerüstet, um dieses zu tun. Das heißt, es findet statt in einem Computerraum, PC-Raum, in einer von diesen vier oder fünf Venues, Hochschule und Volkshochschule, Stadtbibliothek. Die Leute kommen rum, das ist auch sehr wichtig, dass sie kommen aus ihrer... Sie müssen sich vorstellen, die neu Zugewanderten, die in diese Kurse sind, Integrationskurse, Sprachkurse, sie haben eine Routine, die von zu Hause, dann wieder in der Schule, dann wieder zu Hause, dann sind die, wenn sie zu Hause sind, sind die in ihrem Milieu. Sie kommen wirklich nicht sehr oft weg aus diese Runden, die sie machen. Und dass wir in 4 oder 5 verschiedenen Orten in der Metropolregion, mehr als das tun wir nicht. Weitere Fragen? Ja, danke für den Vortrag. Ganz spannend. Was mich noch interessieren würde, ist, nach welchem System ausgewählt wird, in welcher Region gemappt wird. Also wie wird das ausgewählt, wo das Mapping stattfindet? Also das wähle ich aus. Das heißt, welche Hot-Projekte wir arbeiten, das wähle ich aus. Wie gesagt, ich tendiere der Problematik, Flüchtlingsproblematik, Flüchtlingscamps oder Notfälle, die aufgrund von Flüchtlingsproblemen, Kriegsproblemen und so weiter. Aber das ist absolut nicht aus. Ich war überrascht, aber die Leute haben es ein bisschen überrascht, überlegt, wer das Publikum ist. Viele muslimische Männer, die kommen. In Syrien sind nicht alle, so würde ich sagen, 60%. Und wir haben in Tansania bei diesen Beschneidungsproblematik, die Frauen Mutilation, wir haben da gearbeitet und die haben sehr begeistert darauf gearbeitet. Ja, es ist nicht, aber grundsätzlich, das liegt näher. Ja, und im Kongo, Kamerun, auch wenn es nicht Syrien sein muss im Mittelosten. Diese Problematik merke ich
Das ist, liegt ein bisschen näher dran. Ja. Was mich jetzt noch interessiert, du sagtest, die haben schon B2 oder C-Sprachniveau. Das heißt, sie haben mindestens schon 4 Semester, sprich 2 Jahre Unterricht gehabt, plus die Zeit, die sie vorher da waren. Das heißt, die sind noch nicht, die sind nicht mehr frisch in Deutschland, ja, sondern relativ lange schon da. Nee, ich meine, das ist nicht wie eine Uni, die nicht so sehr. Ich würde sagen, im Schnitt sind die Leute... Ja, 1,5 Jahre. 1,5 Jahre sind die da. Und wirklich, die leben, viele davon leben in ihrem Ambient. Ja? Sie haben Freunde, sind ganz tolle Leute, aber leben in ihrem Ambient, haben sehr, sehr wenig Kontakt mit Einheimischen. Das Wort ist jetzt ein bisschen, ja, aber mit Einheimischen. Und ja, das ist einfach die Tatsache. Ja? Einige haben sich so graduiert. Vor zwei Jahren fingen sie als neu Zugewanderte an und eine oder zwei sind jetzt fungieren effektiver Standardpartner. Das heißt, sie arbeiten mit einigen, die wenig, und das ist wirklich sehr gut, wenn sowas passiert. Ja, sie arbeiten mit den Leuten, die wenige Zeit da sind oder ein bisschen sozial isolierter sind. Wunderbar. So, recht vielen Dank, Robert, nochmal. Ein Applaus noch. Ich bleib, das sind die Unterlagen, und ich bleibe noch hier draußen, wenn irgendjemand ein bisschen weiter darüber reden will. Wenn nicht, Sie können mich immer kontaktieren. Okay, danke.